Hallo und herzlich willkommen erneut zurück. Und wir wollen uns jetzt mal darunter in diesen Abwasserbereich begeben. Erstmal hier irgendwie aufgesperrt bekommen. Meisterschloss ist wirklich ein Meisterschloss. Also das ist ein ganz kleiner Pegel, in dem ich nur die Haarnadel bewegen darf. Ja. So, perfekt. Okay. So beginnt es. Da, guck mal. Haben wir direkt noch einen Schirm und einen Schirmständer. Und eine Aluminiumdose. Und noch mehr Dosen. Blechdose. Irgendwelche Fallen. Ja, weitere sehe ich jetzt mal nicht direkt. Was? Aber da sind die Raider. Und da ist ein Water. Und Whiplash. So, Water und Whiplash. Zwei Namenbehaftete und vier. Okay. Kamen die zu irgendeiner Quest vielleicht? I don't know. Na also. Oh, wir haben einen Schraubenschlüssel legendär gefunden. Sag mir her, was kann der? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? The Big Jim. Chance von 20% auf Verkrüppeln des Beins des Gegners. Okay. Mann, wir wirbeln echt eine Menge Staub auf. Ein Meister-Safe. Oh. Da wird hier erst die alleinige Suche schon zur Tortur. Okay, das war ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ha. Cool. Toll, nur ein Stealth-Boy. Alles andere war langweilig. Ich sollte vielleicht mein Glück mal maximieren, dass wir bessere Items finden. Psst. Okay. Was soll ich tun? Halleluja. Tweets. Hätte man das Ganze vielleicht irgendwann später friedlich lösen können? Tja, wir werden es nie herausfinden. Gute Sichtlinien, viel Deckung. Wer auch immer das angelegt hat, wusste, was er da macht. Es kann schon sein. Er wusste nur nicht, dass einer wie ich vorbeikommt. Und dann ist alles wurscht. Schichten eines Dörfleischverkäufers. Halte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei Händlern einkaufst. Oh ja, das ist wirklich geil. Preston? Da. Psst. Ich bin ganz Ohr. Klar, hier ist mein Vorrat. Gib dir jetzt einfach mal ein bisschen den Schrott. Und er kann nicht mehr tragen. Dass ich dem eine Rüstung gegeben habe, ist keine so gute Idee gewesen. Ich bräuchte dann noch den Charisma-Perk, dass meine Begleiter mehr tragen können. Hm.
das war anscheinend doch nicht. Es gibt Tage, an denen ich einige meiner Entscheidungen im Leben bereue. War anscheinend doch nicht die andere. Den anderen. Also der andere Abwassereingang. Wie es aussieht, ist. Ja, das hier ein Ausgang, nämlich ins Commonwealth. Und dementsprechend hatte das nichts mehr mit dem anderen zu tun. Also, den wir bei Lexington entdeckt hatten, steht immer noch auf der Agenda. So, jetzt haben wir hier noch so ein kleines Minikaff. Hallo und willkommen am Walden Pond. Hallo, Sie der Ort hier ist noch immer berühmt, nur nicht mehr so schön anzusehen. Der transzendentalistische Autor und Philosoph Henry David Thoreau ab Sommer 1845 zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage lebte Thoreau in dieser Hütte, um ein objektiveres Verständnis von der Gesellschaft zu erlangen. Mhm. Dieses Experiment wurde durch Thoreaus Interesse an transzendentalistischer Philosophie beeinflusst, laut der wahre Selbstständigkeit die Menschen beflügelt. Indem er von dem lebte, was das Land ihm bot, bewies Thoreau, dass äußere Verbesserungen der Lebensumstände nicht zwingend zu innerem Frieden und Ausgeglichenheit führen. Besuchen Sie für weitere Informationen den Geschenkartikelladen und kaufen Sie eines der vielen Bücher über Transzendentalismus. Okay, gut zu wissen. Auch erhältlich T-Shirts, Kaffeetassen, Spielzeuge. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ja, immer wird gleich alles konventionell ausgeschlachtet. Gesponsert von General Atomics, Hersteller des Roboterassistenten Mr. Handy. Alright. Oh, wen haben wir denn da noch umlungern? Sieht mir jetzt nicht sehr stark bewaffnet aus. Na, wen haben wir denn da? Möchtest du handeln, Bruder? Kommt drauf an, was du verkaufst. Waffen, Munition, du wirst schon was finden. Okay, ein Händler. Hi. Ich heiße Dreth. Mehr musst du nicht wissen. Und? Willst du was kaufen? Na, dann zeig mal. Dann lass mal sehen, was du so hast. Guck dir das an. Patronen, Patronen, Patronen. Absolut Bullshit. Nichts, was wir brauchen. Danke. Ihr dürft weiterleben. Okay, da hinten ist unsere Hütte. Da wollte ich hier auch noch hin. Wir gehen jetzt auch mal noch den Platz hier ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob wir alles gefunden haben in dieser Umgebung. So, noch was Kleines zu entdecken gibt. Zum Beispiel diese Hütte. Mit vier Gräbern. Und zwei Katzen. Hey, Plünderer, lass uns handeln. Einfach nur ein Händler. Hast du in letzter Zeit was gehört? Nichts, was dich interessieren würde. Ich habe hier allerdings Waren, die ich loswerden muss. Falls du also Interesse hast? Klar, ja, ich schau mal, was du hast. Okay, da haben wir einen Händler, der hat eine Zehnerkugel. Die brauchen wir auch mal noch. Wir haben einfach zu wenig unterschiedliche Kugels. Satten für unseren Beertisch. Pardon, da hat mich ein wenig die Müdigkeit übermannt. Dieses Spiel ist allerdings zu suchterregend. Und dann machen wir das Radioklemm aus. Was haben wir hier? Fusionszellen. Wir dürfen alles mitnehmen. Das ist natürlich sehr lieb. Die Katzennapfe, Näpfe, whatever. Lassen wir mal gerne hier. Okay, da hinten leuchtet es noch ein bisschen radioaktiv. Das schauen wir uns gleich an. Hier ist erstmal noch... Wow, what the fuck. Okay, ich weiß, was ich mir jetzt anschaue, weil die nämlich meine Versorger angreifen. Ihr Drecksäcke. Ihr wagt es, meine Versorgungstrupps anzugreifen.
glaube, es geht los. Wow, Moment, da ist ein Synth. Den habe ich jetzt aber gerade nicht getötet. Ich habe hier die getötet. Okay. Wie es aussieht, muss ich mich kurz zurückziehen. Bin mal wieder voll beladen. Dann gehen wir mal kurz hier oben an diese Absperrung noch hin. Denn es ist noch ein kaputtes. Das ist kein Haus. Hab mir jetzt verguckt. Da ist noch ein Haus. Ach nee, Moment, das ist wieder diese Cam-Hütte. Da rechts ist der Bunker. Okay. Und hier ist die Station, die wir gleich mal geschrotet haben. Wurde anscheinend ebenfalls von Synth vorher noch angegriffen. Aber das heißt ja nicht, dass sie meine Leute einfach angreifen dürfen. Das ist ja mal ein Unding hier. Okay, dann hinterlasse ich hier mal einfach ein paar Sachen. Ich habe irgendwas sehr Schweres aufgehoben. So, dann werde ich mal kurz meine Sachen abgeben, komme wieder hergelaufen und wir sehen uns... Moment, gibt es hier gerade Ärger? Nein. Und wir sehen uns dann gleich hier wieder, sobald ich alles weggebracht habe. Und weiter geht's hier mit der Reise im Ödland. Hier unten ist gerade noch ein Tugal rumgelaufen, so ein Bär. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Dinger genau heißen. Oh, ist es schon wieder morgen? Ich habe Camps im Angebot, falls du welche willst. Und da war schon wieder ein Händler. Verkaufst du Camps? Ich helfe einem Freund in Not. Keine Sorge. Natürlich nicht umsonst. So gut kenne ich dich noch nicht. Klar, ich schau's mir an. Das ist alles, was ich im Moment habe. Die verkaufen aber auch überall die Drogen. Das ist ja Wahnsinn. Okay, da hätten wir schon wieder einen Händler gefunden. Also komme ich jetzt hier mal hoch. Pass auf dich auf. Wenn der Bär dich kriegt, ist glaube ich alles aus. Okay, da hinten wollen wir jetzt mal hin. Sieht ja mal mächtig aus. Mehrere Windräder. Ob mich das aushält? Also bitte. Es hält mich aus. Gib doch mal was, was mich nicht aushält. Ich find's gut. Das hat jetzt auch Sinn gemacht, dass ich hier unten lande. Okay, müssen wir wieder zurücklaufen. Meh. Was haben wir denn da hinten jetzt noch für eine Hütte? Sollen wir mal kurz gucken auf der Karte. Wo sind wir da? Dann schaue ich mir doch die Hütte noch schnell an. Ach, das ist die Katzenverkäuferin. Ah, okay. Bin ich wirklich weit gekommen, wie es aussieht. Mal ein bisschen den Powerkern runter. Also, man würde sehr oft den Powerkern verlieren, habe ich mal so mir gedacht, wenn man halt permanent rumsprintet. Wenn man, wie ich, gechillt einfach mal durch die Pampa geht und halt alles aufmerksam sich anguckt, dann dürfte man selbst ohne den Perk, den ich hier gewählt habe, ich habe hier plus Wackel Kopfpuppe 60%. Ist das super. Also die Dinge halten echt lange. Und da sehen wir wieder eine Anlage. Und es ist ein gegnerisches Geschütz. Dann machen wir es mal kaputt. Haben die da einen Fahrstuhl? Gule out, würde ich das zumindest jetzt mal interpretieren, was auf dem Schild steht. Okay, das Ganze wurde hier lediglich von einem Geschützturm bewacht. Sind anscheinend schon tot, die Leute. Ist hier irgendwo hingefallen, damit ich da looten kann. Mist. Mist, verdammt! Ich will looten.
Ach, geht doch. Okay, und das hier ist jetzt wirklich einfach nur eine Windradanlage von denen. Warum wird es nicht weiter beschützt? Hier vorne ist die komplette eingestürzt. Und auf der anderen Seite steht aber jemand. Yep, ein Gunner. Machen wir den doch auch mal noch platt. Säubern wir den anderen auf Weg. Bam, baby. Oh, da ist noch einer. Ein legendärer Gunner. Na, dann komm mal her. Du. Boxhandschuh. Der Kniekracher. Chance von 20% auf Verkrüppeln des Knies des Gegners. Oh, da ist noch ein Geschütz. Warte, draußen ist was. Sag mal, eben habe ich es getroffen. Willst du mich jetzt verarschen? Die Luft ist wieder ran. Jetzt treffe ich es wieder nicht. Yay. Na gut, dann so. Dem anderen habe ich einen Kopfschuss verpasst. Da oben liegt er. Ja, und das war dann einfach nur wieder ein Aufweg. Gut. Dann gehen wir noch in Richtung unserer Siedlung. Da war, glaube ich, auch mal noch irgendwie eine Befestigung. Oder war das die hier sogar? Nee, wir sind noch nicht in der Nähe. Ach, da sind Baracken drinne. Jetzt erst. Nett. Ein paar Raketen. Dankeschön. Hm, da kommen wir nicht rüber. Das heißt Dead End. Ja, dann gehen wir am besten mal nach unten. Und die Leute da haben wir ja auch schon getroffen. Das sind auch Gunner. Hör zu, ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ich weiß, wovon ich rede. Schwachsinn! Du kannst nicht einfach irgendwas zwischen zwei Brothäfen stecken und sagen, es sei ein Sandwich. Dann wäre ein Brotleib ja theoretisch ein Brotsandwich. Theoretisch ja, aber du würdest es ja nicht auf einmal essen, also ist es egal. Es kommt darauf an, wie du es hältst. Ach, sag doch, was du willst, Mann. Du hast das Meierlöckfleisch zwar zwischen zwei Brothälften gesteckt, aber das macht noch lange kein Sandwich. Und wie würdest du es dann nennen? Ekelhaft. So würde ich es nennen. Interessant, ihr zwei. Vielleicht können wir mit denen besondere Dialogoptionen durchgehen. Der aus der Rüstung wieder raus. Hallo. Was? Was? Entschuldigung? Was? Nö, anscheinend nicht. Die stehen da einfach nur und unterhalten sich über Sandwiches. Okay, von mir aus. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part hier. Bis dahin, sayonara.